Im heutigen Video geht es um Soli für Akustikgitarre. Bleib also dran, wenn du auch Akustikgitarre spielst. Drei Tipps zu Soli auf der Akustikgitarre. Und fangen wir direkt an mit Tipp Nummer 1. Und zwar hast du ja bei Soli mit der E-Gitarre ganz häufig Bendings drin. Also ein Bending ist sowas. Wo du praktisch die Saite hochziehst. Das ist jetzt auf der Akustikgitarre wirklich sehr schwer zu spielen. Auf der B-Seite geht's, auf der E-Seite kriegst du schon nur noch einen Halbton hin. Und auf der umsponnenen G-Seite ist es wirklich sehr schwierig. Da würde ich es auch lassen. So, du kannst aber wunderbar so ein Bending ausgleichen mit einem Slide. Also statt hier einen Ganzton zu benden, also du bendest ja von dem Ton praktisch klingend zu dem hin, machst du einfach einen Slide. Also statt das, machst du das. Ja, ein typischer Bending-Lick wäre das hier hochzuziehen und dann die zwei Noten. Und dann machst du einfach, kannst du einen Halbton machen für ein Halbton-Bend. Also so. Oder ein Ganzton. Ne? Ganzton-Bend kriege ich auf der G-Seite jetzt hier nicht hin, ohne dass die reißt wahrscheinlich. Aber ich mach's mal mit Slide. Und es klingt eigentlich ziemlich ähnlich, meiner Ansicht nach genauso gut. Halt klar, ein bisschen anders. Aber das wäre Tipp Nummer 1. Also benutzt ganz viel Slides. Wenn du jetzt denkst, Slides, wie geht denn das genau? Kannst du das mal systematisch erklären? Ja, kann ich. Und zwar gibt es da einen Kurs von mir und der heißt Grundkurs Solospiel. Da wird zwar eigentlich alles mit der E-Gitarre mit einem leicht verzerrten Sound gezeigt, es gilt aber auch komplett für die Akustikgitarre. Und in den späteren Lektionen habe ich dann eine Bonuslektion sogar, wo ich alle Beispielsoli, die da drin vorkommen, das sind 8 Stück, auch mit der Akustikgitarre einmal spiele, sodass du genau siehst, dass es geht. Und was du wo ändern musst. Das erkläre ich dann auch in dieser Lektion 100% genau nochmal. Okay, also wenn du das alles lernen willst, Grundkurs Akustikgitarre auf gitarrenlehrer-online.de. Da erkläre ich auch den Slide. Okay, das war Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2. Benutze Hammer-On und Pull-Offs. Denn wenn du immer nur alles anschlägst, kann das langweilig klingen. Ich mache mal ein Beispiel zu demselben Jam-Track. Der Jam-Track ist übrigens auch aus dem Solospielkurs, ne, aus dem Grundkurs Solospiel. Ich spiele jetzt mal alles an. Jetzt mit Hammer-On und Pull-Off. Und Slides. Viel interessanter, ne? Ja, und somit kannst du dieses immer pick, 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 ja? Kannst du damit sehr auflockern und so ein bisschen Phrasierung und so ein bisschen mehr Feeling ist eigentlich ein Wort, das ich nicht gern benutze, aber ja, Feeling reinbringen. Halt Phrasierung, ne? Warum bringe ich nicht gern das Wort Feeling rein? Feeling ist im Prinzip, wenn viele sagen, der spielt mit Feeling, nicht Technik, ja. Feeling ist einfach nur Technik, so gut geübt, dass du es nicht mehr bewusst machen musst.
Ja, weil alles, was ich hier gemacht habe, Hammer on Pull-Off, Vibrato, Slide, das Ganze richtig in Time, dynamisch anspielen, das ist alles Technik. Das kann man alles üben mit technischen Übungen. Ja, wenn man es dann richtig, richtig gut geübt hat, geht das vom absoluten Bewusstsein hier ins Unbewusste oder biologisch gesagt, die Nervenenden, die dafür verantwortlich sind, sind so gut isoliert, dass du nicht mehr bewusst drüber nachdenken musst. Und dann bezeichnet man das als Feeling, ja? Spielst du mit Gefühl. Ist aber nichts anderes wie perfekt ausgeführte Technik. Nur mal so nebenbei. Gut, das ist Tipp 2. Also Hammer on Pull-Off und da kann ich dir gleich mal eine Übung zeigen, wenn du die Amol Pentatonik kennst. Ja, Amol Pentatonik, schon mal gehört? Ja? Amol Pentatonik geht so. Ja, du bist hier in der fünften Lage, spielst mit dem ersten Finger am fünften Bund, zweiter am sechsten, dritter am siebten und vierter am achten Bund. Und jetzt nimmst du auf der tiefen E-Seite den ersten und vierten Finger und den vierten Finger machst du mit dem Hammer-On. Also anhämmern, ja. Dann spielst du auf der A-Seite 1, 3, hämmerst mit dem dritten Finger an. Dann spielst du auf der D-Seite 1, 4, hämmerst auch mit dem dritten Finger an. Das gleiche auf der G-Seite. Und jetzt nochmal mit dem vierten Finger auf der B und der E-Seite. Das wäre schon mal eine Hammer-On-Übung. Pull-Off ist wesentlich schwieriger. Da musst du praktisch den Finger wegziehen und gleichzeitig die Saite mit diesem weggezogenen Finger anspielen. Ist leider wesentlich schwieriger, ja, musst du lang üben. Würde ich auch nicht unbedingt hier anfangen, da würde ich auf den mittleren zwei Saiten anfangen mit dem dritten Finger und einfach mal das üben. Und dann vielleicht auf den hohen zwei Saiten. Dann kannst du das Ganze kombinieren. Und so weiter und auch direkt einbauen. Ja? Nimm dir einen Jam-Track, gibt es ja auf YouTube massig, und bau das direkt ein. Okay, das war Hammer-On und Pull-Off einbinden. Und der letzte Tipp, ich habe vielleicht noch einen Bonustipp, fällt mir gerade ein für dich. Wenn du mit dem Plektrum spielst auf der Akustikgitarre, solltest du verschiedene Plektren ausprobieren. Ich gebe dir einfach mal ein Soundbeispiel und spiele genau das gleiche mit, sagen wir mal, vier verschiedenen Plektren. So, Plektrum Nummer 1 wäre hier mein Lieblingsplektrum. Das ist ein Dunlop Flow 1,5 mm. Und das klingt so. Als nächstes nehmen wir auch ein Dunlop. Das ist ein 0,5, glaube ich. Wo steht es? Dunlop USA ML, ist so ein klassisch Teil, ja. Hör dir an, wie das klingt. Völlig anders. Dann haben wir hier auch ein Flowpick, aber das ist ein anderes Material und das klingt so. Und dann haben wir hier ein V-Pick, das ist aus Plexiglas und das klingt nochmal ganz anders. Und los geht's. So, welcher Sound ist besser? Kann ich dir nicht sagen, musst du entscheiden, aber du solltest mal verschiedene Plektren ausprobieren, um dir einfach darüber bewusst zu werden, wie das klingt. Weil manche Plektren vertragen sich mit manchen Gitarren von den Frequenzen her nicht, weil du kriegst dann irgendwie so ganz schneidige Frequenzen auf einmal rein und es klingt einfach nicht. Mein Lieblingsplektrum auf der Gitarre war jetzt tatsächlich das, was ich immer spiele, das Dunlop, aber das könnte genauso gut ein anderes sein. Ja, und es gibt so viele verschiedene Plektren. Sollte man einfach sich mal ein Pack bestellen, beziehungsweise viele verschiedene bestellen. Es gibt zum Beispiel von Dunlop Flow gibt es so ein Variety Pack, wo ganz viele verschiedene drin sind. Such einfach auf Thomann zum Beispiel nach Variety, also Varieté Pack, und dann findest du das. Ja. Und das macht unheimlich viel vom Sound her. Ja, gerade ein Plektrum, was ich normalerweise gern benutzen würde für so Strumming, das ist dieses hier. Oder wir nehmen mal noch ein extremeres Beispiel hier.
dieses Plektrum. Jetzt zum Beispiel optimal für eine zwölfseitige zu strummen, dass es schön weich klingt. Wenn ich damit Solo spiele, im Vergleich zu dem anderen hier, macht einen riesengroßen Soundunterschied. Ja, also, achte auf das Plektrum, probier verschiedene Plektrenstärken und auch Plektrenmarken gerne aus. Gibt zum Beispiel von Daddario auch super Plektren. Ja, V-Pick, Dunlop. Dunlop ist, glaube ich, der größte Plektrenhersteller, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das war Tipp Nummer 3. Und jetzt habe ich noch einen Bonustipp für dich. Die meisten, die auf der Akustikgitarre Solo spielen, machen einen großen Fehler. Und zwar schlagen die viel zu fest an. Ja, also die spielen dann eher so. Du solltest also auf jeden Fall gucken, dass du nicht zu hart anschlägst. Und was dann mit diesem Festanschlagen oft einhergeht, ist viel zu fest drücken. Und das ist der Fehler, auf den ich dich hinweisen möchte. Und ich sag dir aber auch, wie du den rauskriegst. Und zwar meldest du dich einfach im freien Mitgliederbereich auf gitarrenlehreronline.de an. Da gibt es nämlich eine Übung, die unglaublich effektiv ist, für deine Fingerkraft optimal auf die jeweilige Gitarre einzustellen, die du gerade spielst. Die Übung heißt leichter Finger, schwerer Finger. Und ich spiele mal einen Ausschnitt davon. Wenn du die einfach machst, bevor du anfängst, andere Sachen zu spielen auf der Akustikgitarre, stellt sich deine Hand praktisch von der Kraft her optimal auf die jeweilige Gitarre, Seitenlage, Seitenstärke ein. Das gilt auch für E-Gitarren. Ja? Also findest du bei mir im wirklich komplett völlig kostenlosen Mitgliederbereich, freien Mitgliederbereich auf gitarrenlehreronline.de und der Link ist in jedem Video bei mir unten in der Beschreibung drin. Okay, das war's zu den 3 Tipps plus Bonus für Soli auf der Akustikgitarre. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben, freue ich mich sehr. Wenn es dir nicht gefallen hat, drück 2-mal den Daumen nach unten oder gar 4-mal, um es mir richtig zu zeigen. Kanal abonnieren, würde ich mich freuen. Das hilft dem Channel sehr, wenn die Abos hochgehen. Ja, da wird das mehr Leuten vorgeschlagen und mehr Leute kennen mich und ich kann mehr Kurse produzieren und auch mehr YouTube-Videos und so weiter. Und das Glöckchen kannst du drücken, wenn du möchtest, wenn du informiert werden möchtest. Aber wichtiger ist das Abo. Und ja, guck ab und zu einfach mal selber wieder auf meinem Channel vorbei. Es gibt jeden Mittwoch und jeden Sonntag neue Videos hier. Dir ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Hoffe ich doch. Bis dann, mach's gut und tschüss.